Einen wunderschönen guten Morgen. Heute in Mölln, hier in der schönen Stube im Altstadtcafé. Bildung. Von der Bildung, man bildet sich und man bildet sich nicht ein, dass sich auch der Wald von alleine hält. Sie sind auch erste Vorsitzende Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. So ist das, ja. Und da wir in einer sehr waldreichen Region leben, was zeichnet Schutzgemeinschaft Deutscher Wald? Ich habe es jetzt gelesen, aber was zeichnet das, was verbirgt sich dahinter? Ich erhalte jetzt und gehe Blumen gießen und erhalte den Wald. Nee, so ist das nicht. Also, jetzt ein bisschen, aber also die Schutzgemeinschaft muss man einfach zur Geschichte erzählen und dann manchmal ist es ganz gut, wenn man sich die Vergangenheit betrachtet, um zu wissen, wo es in die Zukunft hingeht. Sie hat sich mal gegründet, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir, als wir in Deutschland Mangel an allem hatten, Mangel auch unter anderem an Möglichkeiten zu heizen, und es gab die Tendenz, und da gab es eben Menschen, die die Furcht hatten, dass alle unsere Wälder niedergemäht würden, um entsprechend Brennholz für die Großstädte zur Verfügung zu stellen. Sie ist aber nicht Vorsitzende seit dem Ersten Weltkrieg, das muss jetzt mal dahingestellt sein. Sie ist wesentlich jünger. Nicht missverstehen, also Sie sind erst später, seit 10 Jahren sind Sie es, oder wie lange sind Sie es jetzt? Sechs Jahre. Das ist richtig, aber das war die Ursprungsgeschichte. Man hat hinterher dann relativ schnell gemerkt, dass der Brennholzhunger der großen Städte tatsächlich nicht die Gefahr für den Wald ist. Es gab die Situation, als wir eine ganze Reihe an Luftverschmutzungen haben, beispielsweise, die ja dazu führte, dass 1985 der Begriff des Waldsterbens geprägt worden ist. Wir müssen auch sagen, das, was man damals als Vision hatte, hat sich nicht erfüllt. Man muss auch sagen, dass die Politik es geschafft hat, die Schademissionen aus der Industrie, aus dem Verkehr deutlich zu mindern, sodass die jetzige Belastung von Wäldern durch Schademissionen sehr viel geringer geworden ist, aber wir haben noch die alte Belastung im Boden drin. Boden ist ein Speicher für Schadstoffe. Aber man kann wirklich sagen, dass die Wälder, mit Sicherheit, man sieht das auch an gewissen Flechten, die an Bäumen sind, die nicht da wären, wenn die Luft nicht schon wesentlich besser sehr geworden richtig. Wäre. Flechten sind genau die Zeigerorganismen, die Luftverschmutzung anzeigen. Also wer da mal ein bisschen ein Auge da drauf hat und durch die Möllner Wälder geht oder woanders, der wird das sehr schnell sehen. Wir machen hier in Mölln, gibt es demnächst ein oder nächstes Jahr, übernächstes Jahr, ein Naturzentrum im Wildpark, was eben auch wieder, wo wieder Bildung ist, dass also gerade junge Menschen, Kinder wieder an den Wald herangeführt werden und das ursprünglich und alles, was mit Wald zu tun hat, Tiere. Ich darf vielleicht für deine Schutzgemeinschaft den einen Gedanken noch dazu fügen. Ja, also der Schutz vor zu starkem Brennholznutzung war der erste Ansatz. Der zweite Ansatz, der gerade hier in Schleswig-Holstein durch den ehemaligen Schulrat Peter Schlottmann stark geprägt worden ist, ist die Bildung von Schulwäldern. Das heißt, wir wollten, die Schutzgemeinschaft ist eine Vereinigung, die sehr stark geprägt wird, sowohl von Lehrerinnen und Lehrern, als auch von Bürgerinnen und Bürgern verschiedenster Berufsgruppen, als auch von Forstleuten. Und wir wollten Waldwissen an die Schule vermitteln, deswegen haben wir, Schleswig-Holstein ist das Land mit den meisten Schulwäldern, 250 Schulwälder. Jedes Jahr zeichnen wir einen Schulwald an, eine Schule aus für den Schulwald, und das ist, ich will Ihnen sagen, es ist mit eine der schönsten Veranstaltungen, weil die Schulen mit ihren Schulwäldern teilweise wunderschöne Sachen machen, sowohl im gesamten Heimatsachkunde, Unterricht in Sport, man kann ja Wälder für alles nutzen, ist ganz traumhaft. Gibt ja auch den Kindergarten, nicht? Die Waldmorgen. Dann haben wir vor 10 Jahren die Bewegung der Waldkindergärten gehabt, wir haben über 100 Waldkindergärten, wo Kinder sehr, sehr früh an Natur herangeführt worden sind. Und unsere Aufgabe jetzt ist insbesondere einmal eine waldpädagogische Aufgabe, denn wir müssen uns als Naturschutzverband darüber im Klaren sein, Menschen schützen nur, was sie kennen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe für uns, ihnen Wälder nahezubringen, damit sie sie weiter schützen. Wir müssen weiterhin sehen, wenn wir die Geschichte von Deutschland betrachten, nur in den Regionen sind Wälder geschützt worden, wo sie auch genützt worden sind. Wir haben, man kann fast sagen, von unserer Haustür den Harz, eine Bergbauregion. Und in diesem Harz, in einer Bergbauregion, wurde immer Holz gebraucht für die Stollen. Und deswegen hat sich, mit Ausnahme von einigen Rodungsflächen, der Harz als Waldgebirge sozusagen erhalten. Hier in Schleswig-Holstein gab es das nicht. Wir haben im 18. Jahrhundert einen Waldanteil von unter 5% gehabt. Unter 5%. Wir sind jetzt wieder
bei 10% gelandet. Wir sind das Land mit den geringsten Altwaldflächen. Altwaldflächen bezeichnen wir Standorte, die mindestens 200 Jahre bewaldet sind. Kein anderes Bundesland hat so wenig Wald. Altwaldflächen sind besonders schützenswert. Wir wollen sie auch besonders schützen und pfleglich nützen. Aber wir müssen auch sagen, wenn wir überhaupt nicht nützen, haben wir als Schutzgemeinschaft Angst, dass der Wert des Waldes für eine Gesellschaft verloren geht. Und ein dritter Punkt, den ich noch gerne nennen möchte: Holz ist in Deutschland der wichtigste nachwachsende Rohstoff, den wir haben. Und man kann mit Holz unendlich viel machen. Und ich brauche jetzt nicht nur auf die Tischplatte zu kommen. Ja? Das haben Sie jetzt gemacht, das war jetzt nicht Marz. Aber man muss einfach mal sehen, das ist der wichtigste nachwachsende Rohstoff. Wir sind ein Waldland. Alle Themen, die mit Biodiversität zu tun haben, haben natürlich auch mit Wald zu tun, weil natürlich unser natürliches Arteninventar insbesondere in den Wäldern liegt, weil wir eben Waldland sind. Hier sitzt immer noch die FDP-Bundestagsabgeordnete Christel Habach-Kasan. Nicht von den Grünen. Es ist auch öfter so, dass das manchmal von der Bevölkerung nicht wirklich alles so gesehen wird. Man denkt dann immer, ja, die FDP Steuern und Finanzen, Wirtschaft. Und das ist nämlich nicht so einseitig, wie man das immer gern als Bürger so pauschal sieht. Man merkt auch, dass Abgeordnete aus anderen Fraktionen sich durchaus mit dem beschäftigen, wo man eigentlich glauben könnte, hier müsste jetzt eigentlich Claudia Roth sitzen. Nein, das ist nicht so. Es gibt oft, ich weiß es, wenn ich dann privat mit Menschen spreche, dann ja, glaube ich nicht. Nein, das kann nicht nur Sache einer Partei, das ist wirklich flächendeckend. Ne? Das ist flächendeckend und deswegen ist so eine Faszination, die von Wald ausgeht, finde ich, ist was ganz besonders Schönes, muss ich Ihnen sagen. Halali, halalo. Es gibt dieses: Ein Jäger ausgefalzt, der reitet über den Hasenknödel und brach sich darauf den Hals, sein Jäger. Warum steht das Jagdgesetz immer noch über dem Tierschutzgesetz? Das ist nicht ganz so. Wir müssen schlicht und ergreifend feststellen, dass wir den Tierschutz auch als Anliegen der FDP in der Verfassung haben. Das ist mit der Jagd nicht so. Jagdrecht ist ein Eigentumsrecht, was an die Fläche gekoppelt ist. Tierschutz ist ein Grundrecht, was im Grundgesetz drin steht. Das heißt, man kann nicht sagen, dass das Jagdrecht über dem Tierschutz steht. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Nein. Gut, dann ist die Frage auch beantwortet.